bin echt froh, dass es Paul wieder besser geht. Ja, danke. Das Antibiotikum hat sehr geholfen. Ist halt doch gut, Verwandtschaft aus der Zukunft zu haben. Ja, nein. Guten Morgen, James. Kenne ich euch? Ja, ich bin Gwendolyn. Pass auf, ich muss dich vor einer Krankheit beschützen. Du nennst sie die Blattern. Die hast du noch nicht, aber bald. Und dann bist du tot. Das heißt, aber irgendwie auch nicht, denn du geistest jahrhundertelang herum. Also werde ich dich jetzt impfen. Hier. Unsere Unterhaltung ist hiermit beendet. Aus dem Weg. Husch! James! James, warte! Lass mich! Halt! Was wollt ihr? Ich will dir doch nur helfen! Bleib stehen! James! Hallo! James! James, richtig? Ist das einer von deinen Möpsen? Der ist so goldig. Aber weißt du, der ist schon ganz schön schwer. Also ich meine ja fast schon fett. Wenn du den eine Weile auf dem Arm hältst, dann... James August Perry und Pimple Bottom, ich wünsche dir ein langes, glückliches Leben. Da gehört eigentlich ein Pflaster drauf. Und schön drauf achten, dass kein Dreck in die Wunde kommt. Sehr gut, Vergangenheit verändert, Menschenleben gerettet, Mission completed. Ja. Aber er wird mir trotzdem fehlen als Schulgeist. Es geht los. Wenn du nicht wieder rumheulst und dich in deinen Zimmerspringbrunnen verwandelst. Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich, du weißt schon wen. Also am besten, wir reden gar nicht mehr über du weißt schon wen. Schätzchen, du musst jetzt wirklich schlafen. Zähl am besten kleine Wasserspeier oder die hässlichsten Mitglieder der Königsfamilie oder die Stationen der Circle Lane. Angefangen mit Notting Hill Gate, Kensington High Street, South Kensington, Victoria. Doch achte, wenn der zwölfte Stern geht auf, der Schicksal des ist geweiht dem Untergang in Erdenzeit. Nur wenn, nicht lesbar, erbleicht, der Adler auf ewig sein Ziel erreicht. Drum wisse, dem Rubin gehört die Ewigkeit. Sein Stern verglüht, nur vor Liebe gequält, wenn sein Niedergang ist freigewählt. Ich meine, kann dieser Typ nicht einfache, klare Sätze formulieren? Gideon, der Typ hat im 18. Jahrhundert gelebt. Salami. Also, der zwölfte Stern ist Gwen. Der Adler ist der Graf, aber was ist sein Ziel? Sein Stern verglüht, nur vor Liebe gequält. Was soll das heißen? Liebeskummer? Niedergang freigewählt? Du bist ein Superheld, sie ist ein Superheld. Du stehst auf sie steht auf dich. Was ist denn das Problem? Es könnte sie in Gefahr bringen. Dass der, dessen Name nicht genannt werden darf, dir das Herz gebrochen hat? Hm? Gwen, bitte melde dich bei mir. Wir müssen dringend reden. Ich habe das Memoir des Grafen, habe ich von Paul bekommen. Und ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber du musst verdammt nochmal aufpassen. Sag keinem was und bitte melde dich bei mir. Thank you.
Unerhört. Wie kommen Sie dazu, sich selbst zum Großmeister zu ernennen? Und wo befindet sich William de Villiers, der rechtmäßig ernannte Großmeister? Meine Herren, guten Tag. Mr. Whitman ist vom Grafen persönlich zum neuen Großmeister auserwählt worden. Ich werde mich noch intensiver um unsere Verbindungen zum internationalen Finanzmarkt kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass Rubin und Diamant ihre große Aufgabe erfüllen. Wir dürfen kein Risiko mehr eingehen. Lückenlose Überwachung der Privatsphäre. Wir zählen auf die Hilfe von Scotland Yard und des Innenministeriums. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Meine Herren, wir müssen uns bereit machen. Bereit für den Anbruch eines neuen, besseren Zeitalters. Bildung, Finanzen, öffentliche Ordnung, Medien, medizinische Versorgung. Um es auf den Punkt zu bringen, die Uhr tickt. Der Aufstieg des Adlers steht kurz bevor. Nita sit in eternitatem. Schon wieder schlecht geschlafen, Penny? Ey, das hat der Kotzbrocken echt nicht verdient. Mein Herz fühlt sich an, als würde es aus scharfkantigen Splittern bestehen, die mich von innen aufschlitzen und verbluten lassen. Ja, aber dein Herz besteht ja nicht aus Glas, sondern eher aus so einer weichen, zehnformbaren Masse. Wie Marzipan. Kann also gar nicht brechen. Ja, aber wenn das so ist, dann hat Gideon auf jeden Fall ein großes Stück abgebissen und die ganze Schokolade drumherum abgeknabbert. Es grünt so grün. Was? Kostüme! Hä? Merkst du nicht, dass du immer verschrobener wirst? Jedes Jahr denke ich mir ein super interessantes Motto für meine Party aus, aber es gibt immer diese Spielverderber. Aber ich muss da einfach auf Nummer sicher gehen. Und damit wir uns richtig verstehen, ja? Grüner Nagellack oder grüne Socken reichen dann nicht aus. Würdest du zur Seite gehen, wenn ich dir ein blaues Auge schlagen würde? Bis zur Party ist es bestimmt grün. Ich sage nur, elfenhafter Tüll in 7 verschiedenen grünen Tönen. Giftschlange würde besser zu ihr passen. Hey! Ja, abgemacht. Wir kommen als Marsmenschen in grünen Schleim gewickelt. Was ist los? Was Charlotte nur an diesem Logentypen findet. Findest du nicht auch, Mr. Whitman sieht ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen? Bonjour. Hey. Leslie, warte mal. Weißt du, worüber ich schon die ganze Zeit nachdenke? Also, vielleicht hat Gideon ja auf der einen Seite geplant, dass ich mich in ihn verliebe, aber auf der anderen Seite hat er sich eventuell sozusagen aus Versehen wirklich in mich verliebt. Nicht ganz ausgeschlossen, aber ich... Miss Shepherd, Miss Hay, auch für Sie fängt der Unterricht an. Gwen, wir müssen reden. Lass uns reden, ja. Hey, Gwen. Shepard, wollen Sie heute nicht zum Elapsieren kommen? In Ihrem eigenen Interesse. Nein, danke, Mr. Marley. Bitte richten Sie aus, dass ich es satt habe, ein Sklave dieses dummen Vereins zu sein. Leben oder sterben? Das ist die Frage. Oder Liebe oder Hass? Das ist hier die Frage. Nein, auch nicht. Shakespeare? Nein.
nicht sein, das ist es. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Hey, was? Ich bringe dich jetzt zur Loge. Du musst elapsieren. Egal, was zwischen uns passiert ist. Ich habe Dinge in Erfahrung gebracht, die es notwendig machen, dass wir zusammenarbeiten. Du und ich. Damit wir lebend aus der Sache rauskommen. Was sind das für Dinge? Ich weiß selbst noch nicht, wie ich das alles einzuordnen habe. Ich brauche Zeit. Ja, wer braucht die nicht? Die Loge darf auf keinen Fall Verdacht schöpfen. Und das werden sie, wenn du nicht zum Elapsieren kommst. Gwen, die sind unberechenbar. So wie du. Du weißt, dass ich recht habe. Ach wirklich? Sie will uns erzählen, dass sie seit Wochen nicht mehr zum Elapsieren gekommen ist, weil sie genervt war? Wir wissen doch, wie irrational und emotional instabil junge Mädchen sind. Es gibt Gerüchte, dass du im Besitz des Chronographen von Lucy und Paul gelangt bist. Ich? Nein. Also ich meine, auf keinen Fall. Das hätte ich Ihnen ja gesagt. Der ist ja unglaublich wertvoll, so ein Chronograph. Ich war einfach noch nicht so gut drauf, deswegen... Es gab einige Missverständnisse in letzter Zeit und ich war daran nicht unbeteiligt. Aber Gwendolyn hat eingesehen, dass sie uns vertrauen muss. Wo sind Mr. George und Miss Jenkins? Warum sind sie nicht mehr hier? Wir mussten uns von Widersachern trennen und die eigenen Reihen säubern. Nicht jeder ist der Verantwortung gewachsen, die auf unseren Schultern lastet. Aber Mr. George war doch immer... Gwendolyn verspricht, jetzt keinen Ärger mehr zu machen. Ja. Ja, auf keinen Fall. Ich meine, diese unkontrollierten Zeitsprünge waren noch total furchtbar. Da war überall Krieg und Feuer, Pest, Tod, Blattern. Bitte lassen Sie mich jetzt einfach wieder ganz kontrolliert mit dem Chronographen elapsieren. Am besten jetzt gleich, ne? Ich begleite Sie. Wenn du es bist. Und wieder in den 50ern. Scheint unser Jahrzehnt zu sein. Es tut mir leid. Ich habe mich absolut unverantwortlich verhalten und du hast es nicht verdient. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Ja, aber Gwen, wenn ich auf deren Seite wäre, dann hätte ich denen schon längst von deinem Chronographen erzählt. Ich wollte dir nicht wehtun. Bitte glaub mir das. So schlimm war es gar nicht. Ich war einfach nur... Hey. Ich verspreche dir, dass das nie wieder vorkommt. Ja. Wird ja jetzt auch nicht mehr funktionieren, wo ich es weiß. Abgesehen davon war der Plan sowieso total schwachsinnig. Verliebte Menschen sind doch nicht leichter zu kontrollieren als andere. Ganz im Gegenteil, wegen all der Hormone weiß man noch nie, was sie als nächstes tun werden. Aber aus Liebe tut man Dinge, die man sonst nicht tun würde. Wenn man liebt, dann ist der andere plötzlich wichtiger als man selber. Und dann bringt man Opfer. Und wahrscheinlich ist es das, was der Graf damit gemeint hat. Also wenn du mich fragst, Liebe gehört nicht unbedingt zu seinem Spezialgebiet.
Vielleicht hast du recht. Verzeihst du? Lass uns Freunde bleiben, ja. Freunde? Ja. Gute Freunde, die wissen, dass sie sich vertrauen können. Mistkerl! Wie kann man so abgebrüht sein? Gwen, es tut mir leid. Soll ich dir mal was sagen? Du kannst mich mal! Mir tut es um jede einzelne Träne leid, die ich deinetwegen geweint habe. Und bild dir bloß nicht ein, dass es viele waren. Es liegen gefährliche Zeiten vor uns, Gwen. Und es ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Du und ich. Der Druck auf die Loge steigt. Und sie werden mit allen Mitteln versuchen, uns auf Linie zu halten. Ich mag dich, Gwen. Sehr. Aber nur, wenn wir uns vertrauen könnten. Als Freunde. Du hast doch gar keine Ahnung, was Freundschaft bedeutet. Einfach alle Konventionen über Bord werfen sollen. Du und ich, wir wären sicher so ein tolles, wildes Paar geworden. Wie, Madam, Madam? Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass es Ihnen nicht genauso ging wie mir über all die Jahre hinweg. Heuchler. Oh, Gwenny, immer noch Liebeskummer wegen diesem Gollum. Gideon. Na, den meine ich doch, mein armes Ding. Aber auf deinen Schatz. Habe ich gut aufgepasst. Keiner hat sich hereingetraut, um rumzuschnüffeln. Naja, auf Bernie und mich, da ist eben verlassener. Und trotzdem, Vorsicht, meine Süße. Wenn Gollums... Gideons. Den meine ich ja. Wenn Gideons Blut von diesem Chronographen da eingelesen wird, dann ist doch dieser Blutkreis mit dem Blut aller 12 Zeitreisenden geschlossen. Ja, und dann ist das Ziel der Loge seit Hunderten von Jahren endlich erreicht. Fang du doch nicht auch noch an mit diesem Hokuspokus. Ja, Hokuspokus hin oder her, aber diese Logenschnösel, die sind sehr gefährlich. Die halten sich für was Besseres. Und dann schrecken die von nichts, aber auf rein gar nichts zurück. Danke fürs Aufpassen. Hey, mit wem wirst du eigentlich zur Grünparty gehen? Mit jemand Grünem. Charlotte, mit Kermit oder mit Shrek, ich weiß ja nicht genau. Gideon wollte eigentlich mit mir hingehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, er wird sich doch schrecklich unwohl fühlen unter all den Kindsköpfen. Er hätte ja dann deine reife und abgeklärte Gesellschaft, oder nicht? Was hast du da? Das? Das ist nur etwas sehr Zerbrechliches, eingewickelt. Eine Ming-Vase, eine eckige Ming-Vase, ich muss sie für Kunst abmalen. Eine echte Ming-Vase? Ja. Eckig. Zeig mal her. Aber später vielleicht. Vielleicht kommst du ja wegen dieser Ming-Vase nicht mehr zum Elapsieren. Ich war heute schon beim Elapsieren. Mit Gideon. In den 50ern. Es war wieder sehr berauschend. Gwendolyn, ich wurde in Krav Maga und allen gängigen Spionagetechniken unterrichtet. Mir machst du nichts vor. Krav Maga ist eine israelische Nahkampftechnik und sehr effektiv. Sie kann dieses Taj Mahal. Da müssen wir uns vorsehen. Ja! Ja! Zack, bumm! Geh! Tack, 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 bumm! Wie kommen Sie hier herein? Wir wollen zu Gwendolyn Shepard. Mein Herr, ich muss Sie bitten, zu gehen, sonst fühle ich mich gezwungen, umgehend die Polizei zu rufen. Lassen Sie die Männer ihre Arbeit machen, Mr. Bernard. Gwendolyn hat etwas, das sie nicht gehört. Hey, was soll das? Hey. Wo ist er? Die Juwelen sind unterm Bett und das Falschgeld liegt hinter den Vorhängen. Was soll das? Ah!
sind doch eine Familie. Ich kann nicht zulassen, dass Gwen das boykottiert, was sie nicht mehr kapiert. Wo ist der Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Es gibt keinen Schlüssel. Den habe ich verloren. Was wollen Sie überhaupt mit dem ollen Ding? Das olle Ding ist ab jetzt beschlagnahmt. Pfoten weg! Das ist mein Eigentum! Das ist Diebstahl! Arschlöcher! Das hast du dir alles selbst eingebrockt. Du hast keinen Respekt vor den Mysterien, mit denen du verbunden bist. Hey, Raphael! Hey! Hey! Was ist passiert? Das waren die Typen aus deiner Loge. Die sind hier einfach rein. Ich kann sie nicht aufhalten. Hier. Ich dachte, das brauchst du vielleicht noch. Sicher sind Sie nun, dass Ihre Cousine den zweiten Chronographen versteckt hat? Sie hat ihn, ich weiß es. Ich glaube es. Wirklich. Und ich glaube, dass Miss Montrose sich ein wenig wichtig machen will, weil sie leider nicht mehr im Mittelpunkt steht! Aber was soll man auch von einer Frau erwarten? Heute genauso unbrauchbar wie im 18. Jahrhundert. Mr. Bernard, Sie sind der Beste. Ich hasse Motto-Partys mit Kostümzwang. Aber der Anzug ist geil, oder? Du gehst wieder als kleiner Prinz? Ich muss vorher noch was erledigen. Eine grüne Wolke. Mit Öhrchen. Was ist denn hier passiert? Tu nicht so unschuldig. Frag deinen Freund Whitman und seine Kumpanen. Weißt du was, Charlotte? Im Grunde bist du nichts weiter als eine dumme Intrigante. Du lässt dich von der Loge instrumentalisieren. Du denkst nicht mal darüber nach, bevor du deine eigene Cousine verrätst. Und du kommst nicht zu mir, wenn dir irgendwas komisch erscheint, sondern gehst zu diesem Schleimer Whitman. Vertraust du dem mehr als mir? Was? Nein! Nachdem wir jahrelang Seite an Seite gestanden haben. Ich habe mehr von dir erwartet, wirklich. Gideon, ging es nicht um unsere Sache? Den Aufstieg des Adlers, du hast auch daran geglaubt, wir wurden ausgebildet, um... Um was? Weißt du's? Wir sind ausgebildet worden, keine Fragen zu stellen. Gehorsam wie treue, unmündige Soldaten. Wir wussten nicht, worum es ging. Mach die Augen auf. Gehst du jetzt nicht mehr mit mir zur Grünparty? Also, ich gehe gern mit dir hin. Wir müssen allerdings die U-Bahn nehmen. Lasst uns Freunde bleiben. Dieser Spruch ist echt das allerletzte. Ja. Selbst für einen Kotzbrocken wie ihn. Stimmt, stabil ist meine Fee, wenn irgendwo auf der Welt jemand diesen Satz sagt. Ich überlege, ob ich da überhaupt reingehen sollte. Es ist einfach schon so viel passiert und ich... Jetzt komm schon, du hast es versprochen. Ich dachte Marsmännchen Mülltütenschleim. Aber okay, in meinen Grün. Kommt rein!
Namen zu hart durch. Na komm schon. Du bist es Charlotte und du weißt schon, wem zeigen. Hey! Hier! Yeah, unser Bohle! Sehr gesund. Danke. Die sehen ja alle eher blau aus. Charlotte gesehen oder bist du schon zu betrunken, um irgendwas mitzukriegen? Das kann man nicht mehr sagen, wenn man betrunken ist. Stimmt's? Also, auf dem Rasen, Rasen, Rasen. Atmen, rasseln, durch die Nase. Richtig krachen? Und du weißt schon, wer scheint noch gar nicht hier zu sein. Ja, gut so. Unautorisierter Chronographensprung. Der Diamant. Dumme Schwester. Und keiner mag mich. So. Und jetzt bleibe ich hier oben stehen. Weil ich es so bin. I love rock and roll. So put another diamond into my baby. I love
Gideon! Oh, warum so stürmisch? Setzt euch, mein Sohn. Dann reden wir in Ruhe. Keine Spielchen mehr. Stimmt es, dass euer Leben gegen das von Gwendolyn steht? Dass sie sterben muss, damit ihr eure Weltordnung errichten könnt? Denn das werde ich nicht zulassen. Niemals. Das Einzige, was den Rubin besonders macht, ist, dass sie so dumm ist, sich mir zu widersetzen. Aber sie wird lernen, ihr Leben in meinen Dienst zu stellen. Das wird sie nicht tun. Ach nein? Wie gut ist es, ihre größte Schwäche zu kennen? Die Liebe zu euch wird sie in meine Arme treiben. Herr Cauchy, in den Kerker mit ihm. Dort wird er unser Gefangener sein. Zu jeder Zeit. Und erneut gibt es starke Turbulenzen an den Finanzmärkten. Besonders dramatische Szenen spielen sich am London Stock Exchange ab. Auf breiter Front brechen alle Werte ein, bis auf zwei Ausnahmen, die De Villiers Bank und die Konzernmutter SG Enterprises. Sie sind die einzigen Gewinner in dieser Woche. Es drängt sich... Meine Mom will unser ganzes Geld von der Bank abheben. Mein Stipendium wurde gestrichen und unserer Putzfrau wurde diese Woche die Wohnbeihilfe und der Stromanschluss gekündigt. Einfach so. Diese Schweine. Krass. Also ich habe alles nochmal durchdacht. Die Loge braucht den Chronographen, um den Blutkreis zu schließen, damit der Graf die Macht übernehmen kann. Ja, der Graf will die Herrschaft der Elite unter seiner Führung. Aber er selbst ist ja in der Vergangenheit. Heißt das dann, dass das alles schon passiert ist, oder was? Nee, kann es ja nicht. Weil der Blutkreis ja jetzt erst geschlossen werden kann. Mann, ey. Fühlst du dich auch, als würde jemand in deinem Kopf eine U-Bahn bauen? Fest steht, hier geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft. Immer noch nicht genug, Kleiner. Fertig. Verlass dich drauf. Hä? Warum nicht Fuck Sperrstunde oder Fuck Alkoholverbot unter 18? Oder so. Ja, Charlie Babe. Das ist unsere Nacht. Ich werde es euch allen zeigen. Und nenn mich nicht Babe. Gwendolyn, Gwendolyn, du musst aufwachen. Gwendolyn, wach auf. Schnell, du musst verschwinden, Herzchen. Oh, verdammt. Da kommen wieder die finsteren Typen die Treppe hoch. Komm her. Lass sie los, ihr feigen Fieslinge. Haut ab. Ihr Schweine. Sie in Frieden. Charlie!
irgendwas muss das jahrelange Training ja gut gewesen sein. Na, pass auf! Was ist hier geschehen? Miss Gwendolyn, ich denke, wir müssen sie umgehend in Sicherheit bringen. Hier ist mein Notfallkoffer. Da ist alles drin, was du brauchst. Okay. Und du? Mach dir keinen Kopf. Ich erzähle ihnen irgendwas. Ist der Ruf erst ruiniert. Danke, Charlotte. Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass Sie den Rubin und Ihren Chronographen verloren haben. Verdammte Idioten! Verdrehen denn jetzt alle durch? Finden Sie dieses Mädchen, sucht sie überall. Bahnhöfe, Flughäfen, Mautstationen, Überwachungskameras. Kontaktiert unseren Mann bei der Polizei. Sie darf uns nicht entkommen. Ach, wie schön, du bist wieder da. Dachtest du, kleiner Schlauberger, wirklich, du kannst uns hintergehen? Hier, eine Botschaft für den Grafen. Widerstand ist zwecklos, Mr. Evier. Ich werde ganz sicher nicht euer Laufburschen spielen. Oh nein? Aber das ist doch eine sehr ehrenhafte Aufgabe. So. Guten Abend, junger Freund. Wie erfreulich, dass ihr für uns diesen Botendienst durch die Zeit übernehmt. Ich bitte euch, lasst Gwendolyn aus dem Spiel. Sie wird euch nur schaden. Ich tue alles, was ihr sagt. Lasst mich frei und ich stehe an eurer Seite. Ihr seid uns am meisten von Nutzen. Wir werden sehen, was dem Rubin wertvoller erscheint. Ihr Chronograph oder der Diamant? Wegen Gideon, er ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Nein, Charlotte, ich kann ihn seit gestern Abend auch nirgendwo erreichen. Hey, warte mal kurz. Enterprises William Devilliers. Mr. Devilliers, es scheint so, als stünde Ihr Unternehmen im Auge des globalen Wirtschaftshurrikans. Was antworten Sie denn verunsicherten Demonstranten? Natürlich verstehen wir die Aufregung der Menschen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich hier lediglich um eine ganz normale Marktreaktion handelt. Ist es nicht verständlich, dass es zu Panikreaktionen kommt, wenn sämtliche Privatkonten eingefroren werden und gleichzeitig die Lebenshaltungskosten enorm steigen? Wir bei Saint-Germain Enterprises tun selbstverständlich alles dafür, dass sich die Lage schon bald wieder normalisieren wird. Versuchen es zu ordnen, um sie zu finden. Wir besorgen ein neues. Und ihre Freundin sollten sie ganz aus der Sache heraushalten. Sonst bringen sie sie auch in Gefahr. Ja.
Es ist das Cottage ihrer Eltern. Nur wenige Eingeweihte wissen davon. Lucy und Paul waren hier sehr glücklich. Lucy und Paul Bernard? Ach, ihre Eltern haben diesen Namen 1920 angenommen. Moment mal, dann. Das heißt, Lucy und Paul sind. Meine Großeltern. Echt jetzt? Aber das muss aus Sicherheitsgründen vorerst noch ein Geheimnis bleiben. Hallo? Keine sichere Leitung. Ja, hier. Hier spricht Violet Purpleplum. Miss Montrose? Wie geht es Ihnen? Hat der Sturm sich gelegt? Ja, Miss Purpleplum. Es wird Sie gewiss betrüben zu hören, dass unser gemeinsamer Freund Mr. Kotzbrocken derzeit unauffindbar ist. Der Kotzbrocken. Unauffindbar. Seit wann? Seit gestern Abend, Darling. Sie haben nicht zufällig eine Idee, wie man ihn erreichen könnte? Nein, verdammt. Ich meine... Ich habe ihn weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Wir sollten in Kontakt bleiben. Ja. Wir müssen sofort zurück nach London. Sie haben Gideon. Er ist in Schwierigkeiten, ich spüre das. Das Wichtigste ist jetzt, einen klaren Kopf zu behalten. Du musst elapsieren. Sonst kannst du deinem Freund nicht helfen. Er ist nicht mein Freund. Ich glaube, es ist Zeit für ein kleines Familientreffen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Lucy und Paul in den späten 60ern hier ein paar sehr schöne Sommer verbracht haben. Geht's euch gut? Paul ist halt alt. Aber gut, ich hätte mir auch gewünscht, die wilden 60er noch ein bisschen jünger zu erleben. Hast du unser Cottage gefunden? Was ist geschehen? Die Welt versinkt im Chaos. Der Graf und die Loge, es gibt eine totale Krise. Und die haben da irgendwie alle ihre Finger mit drin. Und Gideon ist verschwunden. Vielleicht, also wahrscheinlich haben die den entführt. Die wollten auch mich entführen. Der Aufstieg des Adlers. Der Graf bringt alles unter seiner Kontrolle. Er will die Herrschaft seiner Elite sichern. Und die anderen? Verarmung, Elend, Versklavung. Es hat begonnen. Mann. Verdammt, wie macht der Typ das? Der ist halt mehr als 200 Jahren tot. Granny. Er verfügt über Kräfte, die wir noch nicht einmal erahnen können. Und nur du stehst ihm noch im Weg. Nur du kannst ihn aufhalten. Ja, klar, mach ich. Der Graf und die mächtigsten Männer der Welt. Ich rufe nur schnell die Jedi-Ritter an, dass sie mir helfen. Kenny, ich glaube, es ist an der Zeit, dass du lernst, wie du dich zur Wehr setzen kannst. Paul, denk an deine Hüfte. Besuche mich nochmal, wenn ich jünger bin, und dann trainieren wir zusammen.
Mir ist bewusst, dass mein Versagen unverzeihlich ist, verehrter Großmeister. Da haben Sie vollkommen recht, Miss Montrose. Es ging alles so schnell und es war so dunkel. Ich habe Sie in dem Moment wirklich für Einbrecher gehalten. Ich mache mir selbst am allermeisten Vorwürfe, Sie und die Loge enttäuscht zu haben. Die reumütige Jungfrau will wieder in unseren Schoß zurückkehren, ne? Was kann ich weiter tun, als untertänigst um Vergebung zu bitten? Du hast Glück, dass ich um die Schwäche der Frauen weiß. Rationales Denken fällt ihnen oft allzu schwer. Du wirst Gelegenheit bekommen, deine Loyalität erneut unter Beweis zu stellen. Ich wollte mich bei Ihnen nochmal für unser nächtliches Zusammentreffen entschuldigen. Ich war so dumm und verwirrt. Ich dachte wirklich, sein ein Einbrecher. Wenn Sie das sagen, Miss Montrose. Aber wer konnte ahnen, dass Sie so zuschlagen können? Ich weiß, völlig überreagiert. Ich bin eben ein ängstlicher Mensch. Besonders hier, so tief unter der Erde. Da gruselt es mich. Würden Sie meinen Arm nehmen? Bitte schön. Danke, Mr. Marley. Bist du zufrieden? Du solltest etwas essen, damit du bei Kräften bleibst. Ah, eine Ratte, Mr. Marley! Da drüben, sie starrt mich an. Tun Sie doch was. Wir müssen Sicherheit. Raus, vertrau mir bitte. Keine Ratte zu sehen, Miss Charlotte. Beschützen Sie mich wieder? Auf dem Weg nach draußen. Nur mit deiner Wut. Du musst mit dem Herzen kämpfen. Die Gegner werden dich sowieso unterschätzen. Mach dir das zunutze. Überrasch sie. Gar nicht schlecht. Das Leben wirft dich immer wieder auf den Boden. Du selbst entscheidest, ob du liegen bleibst oder ob du wieder aufstehst. Dem ehrwürdigen Meister, dem Grafen von Saint-Germain, überbringen. Glaub ihm kein Wort, Gwendolyn. Hallo, Gwendolyn. Wein bitte nicht weinen. Folge meinen Anweisungen. Widerstand ist zwecklos. Sie wollen den Chronographen. Die Übergabe soll 1786 im Haus der Pimplebottoms stattfinden. Bei einer Guy Fawkes Night. Die sogenannte Bonfire Night.
wird seit dem 17. Jahrhundert gefeiert. Um an das Sprengstoffattentat von Guy Fawkes auf Krone und Parlament zu erinnern. Die perfekte Nacht für ein Verbrechen. Kotzbrocken oder Chronograph, Katze oder Hund, Kotzbrocken oder Chronograph, einer muss dran glauben, einer muss dran glauben. Semirius, was ist eigentlich dein Problem, hä? Entweder du rettest Mr. Kotzbrocken oder du behältst den Chronographen und kannst damit die Weltherrschaft der blöden Männer verhindern. Also, du musst dich entscheiden, Schätzchen. Gwendolyn! Charlotte! Also, sie wollen Gideon kurz vor dir ins Jahr 1786 schicken, damit der Graf ihm frisches Blut abzapfen kann. Du bringst ihm den Chronographen, er schließt den Blutkreis und puff, bum, bang. Der Graf bekommt ungeahnte Kräfte und richtet die Welt zugrunde. Und das zu verhindern, ist wichtiger als Gideons Leben. Herr Kotzbrocken hätte es verdient, in den Kerkern der Loge zu verrotten. Ja, genau. Sollen ihn doch die Ratten fressen. Glaubst du, ihm passiert was? So weit wird es nicht kommen. Vertrau mir. Ich werde Mr. Marley bezirzen. Und so an die Schlüssel für Gideons Handschellen kommen. Ich habe ungeahnte Talente. Ja, bin ich mir sicher. Ich fürchte nur, dass das nicht reichen wird, um dem Grafen das Handwerk zu legen. Du kannst es schaffen. Du bist stark. Und Gideon wird dir helfen. Aber jetzt musst du ihm erstmal einen Brief schreiben. Deine Handschrift wird ihn überzeugen. Gideon, vertrau uns. Egal, was zwischen uns passiert ist. Benutze den Schlüssel. Er wird dich befreien. Wir treffen uns bei der Bonfire Night im Haus Pimplebottom. Wir werden ihn stoppen. Zusammen sind wir unschlagbar. Deine Violet Purple Plum. Angesichts der rapide steigenden Weltmarktpreise für Lebensmittel werden weitere Unruhen befürchtet. Eine dramatische Verstärkung der Sicherheitskräfte soll helfen, die aufgewühlte Stimmung zu beruhigen. Private Security-Einheiten werden die Polizei von heute an unterstützen. Madame Rossini, meine Anweisungen waren unmissverständlich. Na, 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 jünger Mann. Sie werden doch nicht einem Mädchen beim Anziehen zuschauen wollen, oder? Umdrehen, tut's weh. Die Schuhe, die sind verstärkt mit Stahlkappen. Und die A-Nadel ist scharf wie ein Dolch. Liberté, Egalité, Fraternité. Oder den Tod. Zeig es den alten Tyrannen. Gwendolyn, gut, dass du zur Vernunft gekommen bist. Sie haben überzeugende Argumente. An diesem Moment hängt die Ewigkeit. Ha 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 ha
Ex hoc momento, pendet eternitas. Ex hoc momento, pendet eternitas. Keine Angst, junger Freund. Es ist nur euer Blut, das ich mir nehme. Vorerst. Ihr könnt mir mein Leben nehmen, aber euer Ziel werdet ihr nicht erreichen. Gwendolyn wird sich nicht unterwerfen. Niemals. Auch der Rubin wird seine Aufgabe erfüllen. Meisterwerk ist der Mensch. Wie edel durch Vernunft. Wie unbegrenzt an Fähigkeiten. Im Handeln, wie ähnlich einem Engel. Im Begreifen, wie ähnlich einem Gott. Hamlet. Gwendolyn, heute Nacht werden wir die Welt aus ihren Angeln heben. Hochmut kommt vor dem Fall. Wie? Es besteht die Möglichkeit, dass ich dich unterschätzt habe, Gwendolyn. Allerdings gibt dir das keinen Grund, dich selbst zu überschätzen. Hier, halt das fest in deinen Händen. Du bist dafür verantwortlich. Der Chronograph ist wertvoller als du. Vergiss das nicht. Bonfire Night 1786. Eine Nacht für die Ewigkeit. Gerade habe ich mir gewünscht, einem Engel zu begegnen. Und schon öffnet sich das Himmelstor und schickt euch zu mir. Ihr habt ihn gebracht. Nun setzt euch und schweigt. Heute ist die Nacht, auf die haben wir so lange gewartet. Mein Meister wird gleich hier sein. Ja, das ist ja auch alles wirklich, wirklich schön hier. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann will der Graf der Meister, die Weltherrschaft, richtig? Die Macht wird die Schwingen des Adlers wachsen lassen. Ja, und die Macht, die bekommt er mit dem, was entsteht, wenn das Blut aller Zeitreisenden in diesen Chronographen eingelesen ist, richtig? Unter dem Zwölfgestirn erfüllt sich das Versprechen, heilt alle Pestilenzen und Gebrechen. Sowas wie eine Wundermedizin oder ein Dopingmittel, was ist das? Es kennt viele Namen. Lapis Philosophorum, Elixir, Azot oder einfach der Stein der Weisen. Mein Meister wird siegen über den Tod. Was? Er wird unsterblich mit dem Zeug? Echt jetzt? Im Kleid der Jugend wächst neue Kraft, bringt dem, der den Zauber trägt, unsterbliche Macht. Ja, das scheint zumindest in meiner Zeit hervorragend zu funktionieren. Sagte ich nicht, ihr sollt schweigen. Keinen Mucks. Ich hab doch gesagt, wir sind noch nicht fertig. Höher, noch höher!
hinreißendes Gesicht sollte man nicht verstecken, Madame. Nein, danke. Ah, kommt schon. Ich wette, eure Lippen haben noch nie etwas Verbotenes getan. Niederträchtiges Weibstück. Was war, Mademoiselle? So stürmisch? Ihr werdet heute der Verschmelzung von Magie und Wissenschaft beiwohnen. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Ich kann mein Glück kaum fassen. Gideon wird nicht kommen. Was haben Sie mit ihm gemacht? Er wird nie wieder zurückkommen. Nein. Das ist nicht wahr. Er hat seine Aufgabe erfüllt. So wie ihr, ma chère. Was? Das war's? Ich sollte nur dieses Ding hierher bringen? Dieser Hokuspokus, all dieses Gefasel. Von wegen Prophezeiung und Bestimmung und Aufgabe. Habt ihr, eitles Weib, wirklich an dieses dumme Geschwätz geglaubt? Ihr wäret etwas Besonderes? Ich werde in den Kreis des Blutes schließen. Zwölf Zeitreisende. Über fünf Jahrhunderte. Und nun liegt es allein in meiner Hand. Ex hoc momento. Pendet. Eternitas. Verdammte Göre! Ihr habt keine Chance. Ihr werdet sterben. Schon vergessen? Ich bin eine Hexe. Schön, dass Sie sich wieder in meine Arme werfen. Schön, dass Sie auch endlich hier sind, Miss Judith. Aufhalten! Wo warst du so lang? Ich würde sagen, mein Timing war perfekt. Naturtalent. Gwen, eins musst du wissen. Ich wollte nie mit dir befreundet sein. Oh, kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden, was du von mir willst? Mein Herz macht das nicht mehr mit. Gwen, wenn du mich küsst, dann fühlt sich das an, als würde jemand in meinem Inneren Benzinkanister auskippen und anzünden. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir machst.
soll heißen? Das soll heißen, dass ich nicht mehr ohne dich leben kann, dass sich alles um dich dreht. Und es macht mir verdammt Angst. Aber Gideon, mir geht's doch genauso. Ich habe echt versucht, dich zu hassen. Aber der Graf verwendet unsere Gefühle gegen uns. Ich sollte dir gleichgültig sein. Warum habt ihr sie entkommen lassen? Ihr habt dich aufgepasst! Gideon, der Bejel! Hast du vergessen, was für ein Kotzbrocken ich bin? Du entkommst mir nicht! Würde ich später gerne noch mal zurückkommen. Jetzt lass uns aber erstmal lebendig wieder in die Gegenwart. Wo seid ihr? Noch! Wir haben nur noch wenige Minuten, so lange müssen wir noch durchhalten. Die dürfen auf keinen Fall mein Blut mit dem Chronographen zusammenkommen. Wir müssen uns trennen. Okay? Alleine kannst du vergessen. Immer so stur, Gwenny. Hab ich dich so weit. Weg mit dir. Nein. Gideon. Ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, uns entkommen zu können. Wir brauchen sein Blut. Nehmt eure dreckigen Finger von ihm! Nein, ihr Schweine! Stopft dir das Maul! Der Kreis des Blutes Vollendung findet. Der Stein der Weisen die Ewigkeit bindet. Die Macht erhebt sich, es schließt sich der Kreis. Hier gehen die Ära des Rubins und des Diamanten zu Ende. Am besten ihr ertragt das Unausweichliche mit Fassung. Dann werdet ihr in die Annalen eingehen, als Legende. Nicht hier. Tut doch was. Tut was. So schade um den Jungen. Der hatte durchaus Potenzial. Es ist vollbracht, Meister. Der 12. Stern ist nun erbleicht. Der Adler auf ewig sein Ziel erreicht. Tode vereint. Rührend, nicht wahr? Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich diese abscheuliche Schule nicht mehr betreten muss. Jetzt bringen Sie mich nach Tempel, Marley. Nun geht es nicht mehr in die Vergangenheit. Uns allein gehört die Zukunft! Gwen! Gideon! Oh my God.
Das rote Blut. Sie atmet nicht. Atmet sie. Gideon, hey, hey, wach auf, verdammt. Gideon, nein. Super. Und du bist schuld, du. Raphael, ich. Und was jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Hast du da vielleicht auch eine Antwort? Sie lebt. Kommt, wir müssen Gwendolyn in Sicherheit bringen und dann zum Gideon kümmern. Nachbarten Gemeinde einen Pfarrer ausfindig machen. Morgen findet die Beerdigung statt, ohne dass jemand viele Fragen stellt. Was ich mich schon die ganze Zeit frage, ist, warum sie lebt und Gideon nicht. Hör endlich auf damit. Hier hat niemand Schuld daran. Charlotte, er hat recht. Ich müsste eigentlich auch tot sein. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass ich noch am Leben bin. Eine Kugel hat mich genau hier getroffen. Tante Maddie hat immer gesagt, ich soll auf mein Herz aufpassen, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ha, ich weiß es! Ich weiß es! Was denn? Willkommen im Club, Baby! Du bist unsterblich, Schätzchen! Das ist die einzige Lösung! Ist unsterblich? Wieso das denn? Unsterblich? Wer? Du? Oh, mit Unsterblichkeit kenne ich mich zufällig sehr gut aus. Eine Wunde, die so schnell verheilt, ist paranormal. Ja, aber ich bin doch kein Superheld oder sowas. Doch, Gwen. Vielleicht schon. Moment, ich hab's gleich. Gideon hat was vorgelesen, hier, aus den Memoiren des Grafen. Hier. Der Rubin. Als Rabe geboren aus der Vereinigung Zweier, wird ewig leben. Sein Stern verglüht nur vor Liebe gequält, wenn sein Niedergang ist frei gewählt. Korrigiere, Schätzchen. Ja, du bist unsterblich, außer du bringst dich selbst um. Wegen Liebeskummer oder so einem Blödsinn? Verdammt. Deswegen wollte Gideon, dass ich meine Gefühle für ihn vergesse. Deswegen dieser ganze Mist von wegen, lass uns Freunde bleiben. Ja, das macht irgendwie Sinn. Aber unsterblich, ich meine, geht das denn? Mich wundert hier schon lange nichts mehr. Wir müssen es ausprobieren. Gwen. Nein. Gwen. Nein. Dann mach du es doch. Gwen, so sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ich meine, unsterblich heißt ja nicht gleich unverwundbar, oder? Doch. Nein. Charlotte, bitte. Am besten direkt in den Bauch. Nein, Gwen. Komm schon. Tu es für Gideon. Oh, Gwen! Scheiße! Scheiße!
noch viel Spaß zusammen haben. Bis in alle Ewigkeit. Asche. Hin zur Erde. Staub zu Staub. Und ich? Was wird aus mir? Was habe ich jetzt davon? Verdammtes ewiges Leben. So ein beschissener Vampir. Gequält, wenn sein Niedergang ist frei gewählt. Schön, dich zu sehen. Wann bin ich? 1920, Juni, ein Mittwoch. Paul, schau mal, wer uns besucht! Schön, dich zu sehen. Der Graf geht über Leichen, um zu bekommen, was du anscheinend mit deiner Geburt erhalten hast. Ich würde meine verdammte Unsterblichkeit sofort hergeben, wenn ich dafür die Zeit zurückdrehen könnte. Der Blutkreis ist geschlossen. Das heißt, jetzt wird der Graf versuchen, alles zu seinen Gunsten zu verändern. Obwohl in der Gegenwart das Vergangene bereits geschehen ist, kann man das Gegenwärtige in der Vergangenheit so verändern, indem man es gegenwärtig macht? Ich glaube, deine Mutter dreht gerade etwas durch. Das heißt, einerseits ist es bereits geschehen, aber andererseits auch nicht. Man kann die Vergangenheit zum Guten wenden. Granny, wir haben doch auch James das Leben retten können. Du musst dem Grafen also einfach nur zuvorkommen, um Gideons Tod zu verhindern. Nein. Mein Chronograph ist im 18. Jahrhundert geblieben. Und ohne Chronograph kann ich ja meine Zeitreise nicht kontrollieren. Und wie bist du denn hierher gekommen? Ich weiß nicht. Ich war so traurig und ich habe mir gewünscht, bei euch zu sein. Und dann... Ist das möglich? Gwendolyn, ist das schon einmal vorgekommen? Nein. Doch, ja. Einmal habe ich in der Klemme gesteckt und dann bin ich plötzlich bei Shakespeare gewesen. Granny, ich vermute, dass du ohne Zeitmaschine gezielte Zeitreisen unternehmen kannst. Nein, das ist Quatsch. Das war bestimmt nur Zufall, dass ich hier gelandet bin. Viele Leute würden auch behaupten, Unsterblichkeit ist Quatsch. Du hast diese Gabe vielleicht nur unbewusst eingesetzt, aber vielleicht kannst du die Fähigkeit zum autosuggestiven Zeitreisen auch ganz bewusst einsetzen.
Hör mir zu. Unsere Urahnin, Madame de Fee, hat diese Fähigkeit auch gehabt. Das hat sie mir mehrfach erzählt. Es geht darum, seine Gefühle so zu fokussieren, dass du alleine mit der Kraft deiner Gedanken die Raumzeitbarriere überwinden kannst. Die Raumzeitbarriere überwinden? Ganz genau. Bin gleich wieder da. Funktioniert nicht. Du musst versuchen, allein durch deine Vorstellungskraft den richtigen Ort zur richtigen Zeit zu treffen. Okay? Schließ noch mal die Augen. Und jetzt denk an Gideon. Wie sehr du ihn geliebt hast. Wie sehr du ihn vermisst. Nimm all deine Gefühle, die große Liebe und all den Schmerz. Du tust es jetzt nur für ihn. Jetzt konzentrier dich auf einen ganz bestimmten Ort in einer ganz bestimmten Zeit. Sonst was passiert. Wo kommst du denn her? Lucy hatte recht. Es funktioniert. So kann ich den Grafen überlisten und Gideon zurückbringen. Lebendig. Okay. Wie lange muss ich das eigentlich noch üben? Fräulein, so lange, bis ich beruhigt bin. Was nicht passieren wird. Also, wohin soll's gehen? Wie wäre es 1993 mit meiner College-Abschlussparty? Da haben dein Vater und ich zum ersten Mal wild rumgeknutscht. Nein. Es gibt Dinge, bei denen sollte man seine Eltern wirklich nicht sehen. Oder hier, als wir im Sommer 93 zum Cottage gefahren sind. Das war kurz nach unserem ersten... Lucy! Stopp! Okay, ich guck jetzt nach. Wie wär's hiermit? 6. August 1981, Tante Maddys Geburtstag. Der wird bestimmt nicht wild rumgeknutscht oder sonst was. Gut, aber ich würde vorschlagen, du versuchst da erst gegen 23 Uhr aufzutauchen. Da sind die meisten Gäste weg und die meisten außer Tante Maddy im Bett. Kann aber sein, dass sie den einen oder anderen Gin Tonic zu viel hatte. Umso besser. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Ich bin sowas wie eine Vision aus der Zukunft. Eine Vision? Aus der Zukunft? Ja. Ah. Und die Zukunft, wie sieht die so aus? Krieg, Umweltverschmutzung, Mord und Totschlag, ein bisschen Glück. Na, da hat sich ja nicht viel verändert. Aber hier, die beiden hier, Diana und Charles, werden die wenigstens glücklich? Naja, ich fürchte, er hat zu viel mit Camilla telefoniert und sie hatte dann was mit ihrem Reitlehrer. Oh. Mach's gut. So eine schöne Hochzeit. Also, ich befreie Gideon. Wir zerstören den Chronographen und der Graf wird nicht unsterblich. Habe ich irgendwas vergessen? Du hast den Überraschungsmoment auf deiner Seite. Für den Grafen bist du nur ein kleines, dummes Mädchen. Genau das ist deine Chance. Leider fühle ich mich momentan noch genauso.
sollen wir vielleicht warten, bis du das mit dem autosuggestiven Zeitreisen besser drauf hast. Nein. Ich schaff das. Vergeh dir hin. Ja, was? Seht ihr denn nicht, dass ich bestimmt... Wer seid ihr? Hey, ich tue euch nichts. Ich will einfach nur hier raus. Kennst du den Weg bitte? Wir sind Freunde, wir zwei. Erkennst du mich nicht? Ich hab dich geimpft. Gerettet vor den Blattern. Blattern? Ich meine, die ganze Familie ist ja mal nicht an den Blattern zugrunde gegangen. Ja, ich war die mit der Spritze im Park. In der Spritze war die Medizin, deswegen bist du nicht krank geworden. Ein Wunder, hat der Medikus gesagt. Ein Wunder. James, im Himmel sei Dank. Nicht im Himmel, ich war das. Also geht's jetzt hier irgendwo raus oder nicht? Dann seid ihr meine Retterin. Ich danke euch von ganzem Herzen. Lady Amalia, ihr gebt mir sicherlich recht. Ich muss mich erkenntlich zeigen. Warum erkenntlich? Wer bitte soll diese Hexe sein? Und was trägt sie da im Körper? Das ist jetzt momentan der letzte Schrei in Paris. James, es geht um Leben und Tod. Bitte, wo geht's hier raus? Zweimal links und zweimal rechts abbiegen. Dann solltet ihr den Weg schon finden. Zu euren Diensten. James, ihr habt mir doch versprochen, dass das für immer vorbei ist. Mit diesen Pariser Flöckchen! Vollbracht, Meister. Der 12. Stern ist nun erbleicht. Der Adler auf ewig sein Ziel erreicht. Was seid ihr denn für Versager? Ihr Schwächlinge! Tötet sie! Und jetzt? Ihr entkommt mir nicht, Hexe! Sieben Nebenwürfe wollen nicht haben! Über meine Leiche. James! Oh Gott, du bist die Rettung. Ich verdanke euch, mein Lieb. Und ihr sagtet, wir seien Freunde. Ja, es lebe die Freundschaft. Was hat das zu bedeuten? Habt ihr mich etwa unterschätzt? Ein naives kleines Mädchen, so leicht zu beeinflussen. Aber was kann man von einer Frau schon erwarten, hm? Ma chère,
Dafür bist du nicht stark genug. Alles zerstört. Alles verloren. Der Rest ist Schweigen. Gideon. Hier, das hilft. Vielleicht ergibt ja wenigstens einer dieser bekloppten Sprüche Sinn. Halt alle Pestilenzen und Gebrechen. Komm schon. Bitte. Eine lange Geschichte, Mr. Kotzbrocken. Kann es sein, dass Sie mir mal wieder mein kleines, beschissenes Leben gerettet haben, Miss Purple Plum? Hm. Bottom College? Wer hätte das gedacht? James! Benny! Oh mein Gott, ich hab dich so vermisst! Ich auch. Warte, bis du den neuen Hausmeister siehst. Guten Morgen, Onkel William. Hey, Serena! Na, alles gut überstanden? Gibt's schon ein neues Motto für die nächste Party? Wie wär's mit Diamonds, our girl's best friend? Ich glaube ja nicht, dass es noch eine nächste Party geben wird. Danke, Fettfrosch. Hm. Ach, komm schon. Hey, ich war doch nicht der Einzige, der deine Party ein bisschen aufregender machen wollte. Ja, Mann. Außerdem habe ich gesehen, wie Raphael eine ganze Flasche Wodka in die Bowle gekippt hat. Ja, aber Sarah hat zugegeben, dass die grüne Götterspeise zu 90% aus dem Stachelbeerschnaps ihrer Großmutter bestand. Also ich fand's super geil. Und es gibt noch so viele andere Farben, die man feiern könnte. Bernsteingold, Diamantweiß, Aquamarinentürkis. Arme Serena, wenn sie jetzt auch noch erfährt, dass Mr. Whitman sich selbst pulverisiert hat. Yep, wird schon komisch sein ohne den Eichhörnchenmann. Aber ich konnte ihn nie leihen. Guter Instinkt, würde ich mal sagen. Mhm. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Jetzt wissen wir wenigstens, woher die Redensart kommt. Mhm. Also, Schätzchen, sieht ja alles nach Happy End aus. Jetzt könnte ich ja eigentlich eine Katze kriegen. Bitte. Yippie! Juhu! Auf meine Freunde.
Mutige, Bezaubernde und Unberechenbare. Warte. Was machst du? Das nennt man Neutralisation. Ein Unsterblicher trinkt eine Substanz, die unsterblich macht und macht sich damit wieder sterblich. Bist du sicher? Gwen, weißt du, was du aufgibst? Ich will mit dir alt werden. Sein oder nicht sein. Night.